Hallo Leute, heute will ich mal auf ein kleines Video eingehen, was vor einige Tage online kam. Das Video kam der 16.8. online. Es geht darum, Hashtag deine Wahl. Einige YouTuber haben die Anke Mertel interviewt, wie es gesetzlich bei einigen Dingen aussieht. Und darüber will ich heute gerne noch mein Feedback abgeben und auch gerne noch das sage, was meiner Meinung nach dort etwas gefehlt hat. Das ist das Thema Behinderung. Das heißt ganz einfach mehr Rechte für Menschen mit Behinderung. Ob die Werkstätte auch endlich mal den Mindestlohn eingeführt wird, so wie auf den normalen Arbeitsplatz zum Beispiel. Einige YouTuber haben dort mitgemacht. Es waren insgesamt 4 YouTuber. 2 YouTuber werde ich mal nennen. Die beiden anderen YouTuber sind mir relativ unbekannt. Einmal ist Alexi Bexi und Mr. Wisse2Go habe dort eben bei das Interview mitgemacht, bloß die beiden Frauen noch. Die hatte insgesamt 10 Minuten Zeit gehabt, um halt eben die Ankermerke eben wie gesagt auszufragen für die Frage, die eben die Community von die jeweiligen Leute hatte. Und ich fand einfach nur schade, dass das Thema Behinderung dort, sag ich mal, gar nicht zum Sprechen kam, habe dann mal die Kommentare gelesen. Da stand da irgendwas mit Behinderung, wie mehr Rechte für Menschen, die eine Behinderung haben. Also mein Anliegen wäre, also mein Feedback ist so, das Thema Behinderung kam da auf jeden Fall zu kurz oder gar nicht zu ansprechen. Weil ich fordere gerne oder würde selber gerne die Anke Merkel fragen, wie es aussieht mit vielleicht sieht ihr das Video sogar, vieles hatte ja irgendein oder vieles bekommt dann irgendeinen davon mit, weil es geht eben darum, Werkstätte mit Menschen mit Behinderung, die bekommen halt eben noch da keinen Mindestlohn, ein Stundenlohn ist da ungefähr 1,30 die Stunde, das heißt im Monatende habe die geht die mehr Tastengeldkonto nach Hause, also mit Tastengeld nach Hause vor rund um die 200 bis 250 Euro. Und ich finde ja, das geht auf jeden Fall gar nicht ab. Man muss auf jeden Fall die Regierung oder die Anke Merkel, die sehr viel Macht hat, dort auf jeden Fall sich mehr einsetzen, dass eben auch dort, sag ich mal, mehr Rechte für Menschen mit Behinderung stattfinden wird. Weil viele, die dort arbeiten, sind von dem Lohn her und wie die dort behandelt wird, nicht zufrieden. Ich bin einer davon, bin auch damit nicht zufrieden. Und ich möchte jetzt auch gerne einen Ausschnitt von Mr. Wisse2Go gerne in mein Video zeigen. Der Ausschnitt werde ich jetzt davon jetzt einblenden. Gestern war es endlich soweit. Nach langer Vorbereitung konnten 3 andere YouTuber und ich zusammen die Bundeskanzlerin Angela Merkel interviewen. Vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen im Livestream. Wenn nicht, könnt ihr euch das Interview oben nochmal angucken, wenn ihr auf das i klickt. Aber haben wir dieses Interview 60 Minuten mit der Kanzlerin? So viel Zeit hatten Ishtar Isik, It's Coleslaw, Alexi Bexi und ich gestern bei einem Interview. Ein Interview, über das im Vorfeld sehr viel berichtet und gesprochen wurde, über das auch heute viel berichtet und gesprochen wird und zu dem ich immer noch extrem viele Fragen bekomme von euch, aber auch von Medienvertretern. Und deswegen dachte ich mir, mache ich einfach mal ein kurzes Video dazu in etwas rudimentärer Umgebung. Hier das hinten ist der Greenscreen, auf den normalerweise immer Hintergründe kommen. So zum Beispiel, aber ich dachte mir, das braucht man in diesem Fall jetzt hier nicht. Ich wollte euch einfach so ein bisschen erzählen, wie kam es eigentlich zu diesem Interview, was lief da hinter den Kulissen ab und vor allen Dingen, wie sehe ich das mit der Kritik, die da momentan an uns herangetragen wird, wie würde ich das ganze Revue passieren lassen, sozusagen. Und die wichtigste Frage ist natürlich, wie kam es denn überhaupt dazu, dass gerade wir die Kanzlerin interviewt haben? Hat das Bundespresseamt oder das Kanzleramt da Leute ausgesucht und gesagt, so, ihr macht das jetzt mal oder wie war das? Nee, das war auf keinen Fall so und das war mir auch wirklich ganz wichtig. Ich wurde angerufen von Studio 71, ein YouTube-Netzwerk, das auch Dinge produziert und die haben gesagt, wir haben da so ein Projekt, hast du nicht Lust mitzumachen? Habe ich gesagt, grundsätzlich schon, aber für mich sollten so ein paar Bedingungen erfüllt sein. Das habe ich auch schon im Ankündigungsvideo zu dem Interview gesagt. Die Fragen sollten geheim bleiben, also es sollte nicht so sein, dass man die vorher ans Kanzleramt schicken muss. Das Ganze sollte live sein und mir war auch wichtig, dass nicht wir zu Gast bei der Kanzlerin sind im Kanzleramt, sondern dass sie zu uns kommt. Das wurde in einem Studio gedreht, das Ganze, und von dort wurde live gestreamt. Und ich fand das auch wichtig, wer den Auftrag gegeben hat. Und es war nicht so, dass das Kanzleramt den Auftrag gegeben hat, sondern Studio 71 hat die Initiative ergriffen und hat das Kanzleramt angesprochen und gesagt, wollt ihr das nicht mal machen, habt ihr nicht
die Möglichkeit, die Kanzlerin für so ein Interview zur Verfügung zu stellen. Da ist auch kein Geld geflossen, auch das wurde uns ja immer wieder unterstellt, kein Geld vom Bundespresseamt oder vom Kanzleramt an Studio 71, also keine öffentliche Behörde hat dafür was bezahlt. Auch da haben Medien immer wieder versucht, so einen Strick draus zu drehen und wollten da irgendwas ja konstruieren, was gar nicht der Fall war. Das ist mir jetzt einfach nochmal wichtig, das ja so im Nachhinein klarzustellen. So, hoffentlich hat euch auch schon gefallen von Mr. Wiss2Go. Der hat da viel politische Themen angesprochen, dass eben einige Deutsche noch oder Reporter sag ich mal, in andere Länder gefangenhaft sind. Der eine sogar schon für 5 Monate. Also die Beiträge, die dort die Sachen, die dort abgefragt worden sind, finde ich ziemlich gut. Ich finde es leider schade, für Menschen mit Behinderung hätten wir das schon etwas mit einbringen können, weil das ist auch ein ziemlich wichtiges Thema für sehr, sehr viele, besonders die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, weil viele verdienen, wie gesagt, dort wenig Geld und viele, sag ich mal, habe auch nicht wirklich viel, um zu leben. Und das geht meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht auf Dauer so weiter. Da muss man auf jeden Fall mal irgendwann mal etwas machen. Oder jetzt zum Beispiel oder einige größere YouTuber hätte da schon ein Thema mit einbringen können. Hab ja auch meine Frage dort gestellt. Na gut, ich weiß zwar, die bekamen zwar viele Fragen zusammen, aber meine Frage kam dann leider nicht ran über das Thema Behinderung, die ich dort gestellt hatte. Ist doch klar, ist auch schwierig, so viele Fragen, sag ich mal, einmal zu beantworten, weil die hat halt eben nur 10 Minuten. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn die über das Thema, wie gesagt, mit eingebrungen hätte über das Thema Behinderung. Wie gesagt, das kam leider so kurz. Und jetzt, wenn jetzt die Anke Merkel zum Beispiel das Video sieht, die kann sich gerne mal bei mir melden. Und da können wir gerne mal gemeinsam hier auf meinem Kanal ein Interview führen. Vielleicht lässt sich da mal was verbinden. Nur wie gesagt, habe leider ihr keine Kontaktdaten, um ihr dann auf meinem Kanal über das Thema halt eben ein Interview zu führen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wollte ich das kurz nochmal hier ansprechen über das Thema Behinderung. Und falls ihr noch neue Themenvorschläge für mich haben solltet, könnt ihr sehr gerne Kommentare stellen. Dann können wir gerne mal das nächste Thema, falls ihr jetzt irgendein Thema haben solltet, worüber ich mal unbedingt mal reden sollte, laut eurer Meinung, kann ich das sehr gerne mal machen. Hoffentlich hat euch das kleine Video hier gefallen über das Thema hier, was ich noch ansprechen wollte. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!